Konnten Sie auch schon im ZDF sehen. Wir haben darum nur kurz die Höhepunkte zusammengefasst und konzentrieren uns jetzt voll auf das Finale im Herrendoppel. Und da stehen sich wieder einmal, wer hätte das gedacht, 4 Chinesen gegenüber. Hier im Bild, das ist der Weltmeister im Herren-Einzel, den Sie eben schon gesehen haben. Er spielt mit Xi Saike zusammen, seinem Partner, gegen das chinesische Paar Li Shenxi und Kai Shenhua. Diese beiden, Li und Kai, sind in der totalen Einstellung mit dem Rücken zur Kamera zu erkennen. Wir befinden uns bereits im zweiten Satz. Den ersten hatten die Favoriten, nämlich Li und Kai, mit 21 zu 17 gewonnen. Und jetzt steht es 2 zu 2 unentschieden. Aufschlag für Kai, den Vize-Weltmeister im Einzel. Kein allzu gutes Spiel im ersten Satz. Das ist fast immer so, wenn Chinesen aufeinandertreffen. Doch vielleicht ändert sich in diesem zweiten Durchgang etwas an den bisher langweiligen Aktionen. Der beste Ballwechsel. Kai hat den Punkt vorbereitet, der dann durch den verschlagenen Ball des Weltmeisters im Einzel von Gu zustande kam. Gut gepunktet jetzt durch den erst 18-jährigen Chinesen. Er ist mit seinem Partner Li an 3 gesetzt gewesen bei diesen Titelkämpfen. Die Gegner waren an 6 gesetzt. Favoriten also die beiden Männer mit dem Rücken zur Kamera im Bildvordergrund. Gut vorbereitet von Gu und dann sicher vollendet durch Xi Saike. Nur noch 4 zu 7. Das ist der jüngste der 4 Finalteilnehmer, Xi Saike, 18 Jahre. In der Mannschaft, bei den Mannschaftswettbewerben, blieb er als einziger Teilnehmer überhaupt ungeschlagen. Im Einzel steht er zurzeit auf Platz 9 der Weltrangliste. Trotz dieser guten Ballwechsel nicht allzu viel Stimmung. Es mutet ja auch schon ein bisschen kurios an. Da findet quasi die chinesische Meisterschaft statt und zuschauen müssen dabei 5000 Jugoslawen in Novi Sad. Klar, dass dabei nicht allzu viel Stimmung aufkommen kann. Der letzte jugoslawische Spieler übrigens, nämlich Dragutin Šurbek, schied 3-mal, nämlich in allen Wettbewerben im Halbfinale aus. Er holte sich sowohl im Einzel als auch im Herren-Doppel und im Mixed jeweils die Bronzemedaille, war damit erfolgreichster Europäer. Zurück zum Spiel, 10 zu 6 für die Favoriten, für Li und Kai im zweiten Satz, nachdem sie auch den ersten gewonnen hatten. Aufschlag Xi Saike. Li Shenxi wurde in der Mannschaft überhaupt nicht eingesetzt. Hier haben Sie ihn im Bild. Er konzentriert sich voll auf dieses Doppelfinale. War bereits 1977 einmal mit einem anderen Partner Weltmeister und bei den letzten Titelkämpfen in Pyongyang war er hier Dritter. Die Chinesen, das stand schon vor dem heutigen Nachmittag fest, gewinnen in Novi Sad also alle 7 möglichen Titel. Das gab es noch nie bei Weltmeisterschaften. Und sie holen sich insgesamt 15 der 26 Medaillen. Ihre Überlegenheit ist vielleicht zurückzuführen, zum einen auf das Material, die verschiedenen Belege
Auch bei Angriffsspielern verunsichern die Konkurrenz maßlos. Hier in diesem China-Vergleich allerdings kommt das Material nicht allzu sehr zum Tragen, weil halt alle damit spielen oder weil sie zumindest das Material kennen. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Überlegenheit ist sicherlich das riesige Spielerreservoir im Reich der Mitte. Das Ausleseverfahren bei den Talenten ist besser als zum Beispiel in Deutschland. Und wenn man in China erstmal als ein Talent erkannt worden ist, dann beginnt ein intensives und hartes Training, das man hierzulande in diesem Umfang überhaupt nicht kennt. Da spielt dann auch Krafttraining eine Rolle und da werden vor allem monotone Bewegungsabläufe, so unter anderem der Aufschlag, immer stur wiederholt. So eignen sich die Chinesen das an, was sie dann im Endeffekt auszeichnet, die hohe Beweglichkeit, der harte Schuss, wie hier gut zu sehen, und eben jenes Service, das für Europäer nur schwer zu retournieren ist. Hu, der Weltmeister, wird es hier gleich vorführen. Eine spannende Auseinandersetzung jetzt in der Mitte des zweiten Satzes, nur noch 15 zu 14. Und da hatten Li und Kai die Möglichkeit, sogar den Ausgleich zu erzielen. Nun ziehen die Favoriten offensichtlich doch wieder davon. Man kann schlecht beurteilen, ob die Spielverläufe bei diesen rein chinesischen Paarungen vorher abgesprochen worden sind. Auf alle Fälle machten sie es immer wieder spannend für das Publikum. Hohe Führungen gab es nicht. Und wenn, dann ließ man den Gegner erst einmal wieder ein bisschen herankommen. Es ist schwer zu sagen, was sich die chinesischen Trainer vor diesen Endspielen mit ihren